Hallo und herzlich willkommen in der Klemmbausteinwelt. Heute habe ich für euch den Panzertragwagen Typ 1 mit dem Panzer 2 und wie das alles so zusammengebaut wird, das will ich euch gerne zeigen. Der Panzertragwagen Typ 1 kommt in einen Karton, der uns ausreichend, aber wirklich ausreichend bekannt ist. Schnell aufmachen, Tüten raus. Ich rechne jetzt nicht damit, dass hier ganz, ganz viele bunte Sachen auf den Tisch fallen. Und genauso ist es auch. Zack, weg mit dem Karton. Eine Handvoll überschaubare Tüten. Ich würde sagen, ich mache die mal schnell auf. Meine Schüsseln brauche ich hier gar nicht erst zu bemühen. Das kann ich mal hier so schnell in alter Kinderzimmermanier auf den Tisch kippen. Da habt ihr auch mal so ein bisschen Geräuschkulisse. Müsst ihr nicht immer die anstrengende Musik dabei hören, obwohl ich ja gehört habe, dem einen oder anderen gefällt sie ja recht gut. In Zeiten von Tow Truck habe ich sogar gelesen, da es da ja viele, viele Speedbuilds gegeben hat, hat es sich bei dem einen oder anderen leider Gottes oder Gott sei Dank, das müsst ihr für euch selber entscheiden, auch irgendwie so ein Stück weit als Ohrwurm kristallisiert. Freut mich natürlich, wenn man dann, da habt ihr das gehört, da hat der Onkel jetzt aber überhaupt nicht aufgepasst und hat einen Stein in die Ecke geschmissen. So, da habt ihr auch mal gesehen, heute ist es warm draußen, da muss man nicht in einer langen Hose rumrennen. Es wird ja dann manchmal immer so ein bisschen gemutmaßt, dass YouTuber grundsätzlich keine Beine haben. Bei mir ist das anders. Ich besitze Beine, auch wenn diese so früh im Sommer dann doch noch eine leicht helle Farbe haben. So, hier liegt schon alles. Hier gibt es nichts, worauf man drauf eingehen muss, müsste, könnte, hätte, sollte, werden, tun, können, müssen. Bauen wir mal los. Kann ja nicht lange dauern. Da ist es schon passiert. Ging wahnsinnig schnell. War auch nicht anders zu erwarten. An diesem Waggon ist ja nicht sonderlich viel dran. Ihr kennt das von mir. Die Fahrgestelle kommen als letztes drunter, weil ich immer der Meinung bin, die sind nur hinderlich, wenn man sowas baut. Hier war es auch nicht nötig, irgendwas zu unterbauen. Da dieser
Waggon relativ flach auf den Schienen später liegt. So war das dann möglich, den hier so hinzustellen und zu bauen, ohne was zu unterfüttern. Das Ganze hält so. Über das Design kann man wie immer streiten. Über die Stabilität kann man hier nicht streiten. Die ist gegeben. Das Ding ist wirklich vernünftig durchdacht. Hier ist nichts, was irgendwo halbherzig gemacht worden wäre, nur damit es dem Design genügt. Das ist wirklich alles vernünftig. Es wird mit Verbund gearbeitet. Man hat sich auch Gedanken gemacht, wie kann ich das Ganze stabil hinbekommen und habe trotzdem die gepanzerte Optik. Das hat hier alles wirklich wunderbar funktioniert. Das ist sogar so weit durchdacht, dass ich erst dachte, das Ding könnte krumm werden. Aber nein, hier werden dann so viele Plates mit beigelegt in vernünftigen Größen, dass das Ganze später wirklich gerade wird. Ein kleines Feature hat man hier, dass man die Auffahrrampen auch wirklich so benutzen kann, damit dann hier später was drauf fahren kann. Also selbst das ist hier gegeben, die lassen sich bewegen und das funktioniert auch alles wirklich wahnsinnig gut. Man kann sie dann hier drauflegen und alles wird gut. Also das ist wirklich etwas, da gibt es nichts zu meckern. Das ist stimmig, wie alles, was ich bis jetzt von dem Panzerzug gebaut habe. Immer wieder eine Freude, das Ganze zu bauen und vor allen Dingen auch wachsen zu sehen. So, ich habe noch ein bisschen Zeit. Wie sieht es bei euch aus? Schön. Ich habe hier noch einen Karton. Schieb mal hier die Teile, die übrigens allesamt übrig geblieben sind. So, schieb die mal hier auf den Haufen. Ist für so einen kleinen Waggon gar nicht mal so wenig. Und was wäre ein Panzertragwagen? Richtig, ohne Panzer. Auch das hier alles relativ, zack, und weg damit, relativ überschaubar. Mache ich mal schnell auf die Tüten. Ist ja alles kein großes Geheimnis. Die scheinen relativ sortenrein gepackt zu sein. Die Tüte, zumindest die Tüte, ist jetzt recht sortenrein gewesen. Nicht das typische Grau. Hier sind sogar mal ein paar braune Fliesen mit dabei. Und vor allen Dingen, ihr habt es ja gesehen, ich habe den hier schon hingeschmissen, einen Stickerbogen. Die Sticker werde ich persönlich aber nicht dran machen, weil ich denke mal, der kommt jetzt erstmal hier. Wenn ich einen Waggon habe, der schon in keinster Weise beschriftet ist, dann brauche ich da drauf auch keinen Panzer, der seine Aufkleber hat. Es wird natürlich daran liegen, dass diese Panzer in Zusammenarbeit mit Custom Bricks entstanden sind. Da gibt es dann wohl gewohnheitsgemäß dann immer, das ist jetzt gerade ein bisschen laut, einen Moment, gibt es dann gewohnheitsgemäß anscheinend dann Sticker mit dabei, während wir bei Blue Bricks ja prinzipiell keine Sticker mit dabei haben, es sei denn, wir kaufen uns die New Yorker Feuerwehrfahrzeuge. Da sind dann Sticker mit dabei. So, auf in den Kampf kann man hier jetzt schlecht sagen, ne? Obwohl es ja passend zum Thema wäre. Ich baue den Panzer einfach mal zusammen und lass mich überraschen.
Auch das ging verhältnismäßig schnell. Und da steht der Panzer 2 von Blue Bricks in Kooperation mit Custom Bricks. Wenn ihr einen Panzer 2 haben möchtet, um euch den hinzustellen oder als Beladung für den Panzertragwagen zu nehmen zum Panzerzug, nehmt nicht den Schrott hier. Ich habe schon viele Nerven beim Bauen irgendwann mal liegen gelassen. Sei es denn bei riesengroßen Mocks, die zum Schluss nicht funktionieren wollten, oder bei kleinen Feuerwehrfahrzeugen, wo nur alles an einer Noppe hängt. Aber dieses Ding hier ist das Katastrophalste, was ich je bauen musste. Weil ich ja hier eine Beladung drauf haben möchte. Den nehmen wir erstmal weg. Der ist tipptopp in Ordnung. Ich drehe den erstmal hier rum. Das fängt an bei den Ketten. Wir sollen 47 Kettenglieder nehmen. Mit 47 Kettengliedern sieht das Ganze so aus. Da habe ich gesagt, nee, das kann es ja nicht sein, dass es dann hier alles so dumm rumlabbert. Machte man nur 46, sieht dann so aus. Er fährt weder so noch so. Also es ist völlig egal, wie viele Kettenglieder ihr nehmt. Das Ding wird niemals, niemals auch nur ansatzweise, und das hier ist eine raue Oberfläche, das ist eine Filzunterlage. Stellt ihn auf den zugefrorenen See im Winter, dann kann er gleiten. Das wird funktionieren. Ich muss es nochmal so halten. Ich komme jetzt mal näher ran. Seht ihr das? Es ist schwer zu sehen. Das mit den, jetzt ist schon wieder alles verdreht hier. Also das mit den Stangen, die hier drunter sind, das ist nett gemeint, aber die sind zu lang. Das sieht blöde aus. Aus jedem einzelnen Rad guckt hier diese blöde Stange raus. Die Kette sitzt nicht vernünftig gerade da drauf, dass sie überhaupt nicht dreht. Das habe ich euch gezeigt. Dann gibt es hier so fliegende Teile, gibt es, die sind auf einmal da und dann müssen die halten, ohne dass sie irgendwo eine Noppe haben, wo sie dran halten könnten. Dann baut man erst einen Bauschritt weiter, steckt alles zusammen und versucht das irgendwie hier drauf zu kriegen. Diese Schnauze hier, man drückt hier nur einmal drauf, da fällt einem der ganze Rotz hier wirklich vor die Füße. Das ist eine elendige Fummelei, weil hier alles hält an zwei Noppen. Das ist das ist gruselig, ist das, was hier gebaut wurde. Das ist wirklich gruselig. Ich habe vorhin schon immer Probleme gehabt, das zusammenzubringen, weil es einfach nicht wirklich halten will. Wenn ich das hier jetzt nochmal versuchen möchte, also davon mal ganz abgesehen, dass es jetzt schon wieder alles wahnsinnig schief ist. Es will einfach nicht hier drauf. Das ist also wirklich das Letzte. Das ist das Allerletzte. Das ist gruselig. Das können wir bis morgen Abend, können wir uns an diesem Panzer hier aufhalten. Ich hoffe, ihr habt viel, viel Zeit mitgebracht und habt viel, viel Geduld, dass ich euch zumindest noch irgendwie zeigen kann, wie das Ding dann auf dem Panzertragwagen aussieht. Hier dieses kleine Stückchen Kette, was hier drauf soll, das fällt nicht nur einmal ab, das fällt euch tausendmal fällt euch das ab. Zum Glück hat man hier eine Pistole draufgelegt, dass das wenigstens hier oben hält. Turm drehen, ja, irgendwie funktioniert es. Schwerfällig, aber es funktioniert. Jetzt habe ich das hier zwar alles irgendwie dran gekriegt, aber das ist noch krumm. Jetzt ist es gerade. Jetzt liegt meine Kette. Den Turm richte ich noch aus. Und jetzt fasse ich den nie wieder an. Das heißt, nie wieder stimmt nicht ganz. Er muss ja noch hier drauf. So, ich sollte hier auf der einen Seite dann auch noch die Kettenglieder runternehmen, damit das... Ah, das ist so ein... Nee, also echt jetzt mal, Jungs. So, jetzt ist er hier drauf. Und bitte, bitte nie wieder anfassen. Gut gemeinter Tipp von mir nach Flörsheim. Verkauft den Panzertragwagen 5 Euro teurer und gebt den Leuten die Steine für das Ding hier mit dabei. Ich glaube, dann sind alle glücklich.
Ich habe es irgendwann schon mal angemerkt. Angemerkt ist das Wort, nach dem ich gerade gesucht habe. Wenn ihr ein Panzermodell haben wollt, www.kobi.com oder de, weiß ich jetzt gar nicht. Da gibt es Panzermodelle. Das Ding passt gerade wirklich farblich hier gut drauf. Wenn ihr ein Geduldsmensch seid, so wie ich das bin, dann kriegt ihr den auch irgendwie zusammen, kriegt den hier drauf und macht eine Vitrine drum, versiegelt die, damit hier kein Staub dran kommt, damit ihr dieses Ding nie wieder anfassen müsst. Der Tragwagen, top, wirklich top, Schrott. Kann ich nicht anders sagen. Naja, ist dann so. Trotz alledem freue ich mich darauf, das Ganze jetzt endlich hier hinter mir in das Regal zu stellen. Ihr seht, da gibt es eine große Lücke. Da gehört natürlich noch was rein. Der kommt jetzt dazu. Somit wird mein Panzerzug vollständiger. Das freut mich ja auch. Aber wie gesagt, dieser Panzer hier, Albtraum. Ein Albtraum. Gut, dass er schnell vorbei gewesen ist. So, was bleibt mir zu sagen? Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mir zuzuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und es hat euch gefallen. Wenn ja, dann dürft ihr mir gerne den Daumen hoch geben. Hat es euch nicht gefallen? Natürlich, dann drückt ihr den Daumen runter. Schreibt es mir aber doch bitte in die Kommentare, was habe ich falsch gemacht? Was stört euch? Was gefällt euch nicht? Wie gefällt euch das Ganze hier? Optisch, sage ich, ist es gut, so wie es hier steht. Ihr seht es ja hier auch noch im Bild. Also das ist schon optisch eine feine Klamotte. Dafür kam ich dran vorbei. Der Bau des Panzers, naja, ihr habt es gesehen. Desaströs. Von Destroy, zerstören. Naja, vielleicht kommt es daher. Kleines Wortspielchen. Wenn ihr kein Abo habt, dürft ihr das natürlich gerne machen. Drückt ihr die Glocke, dann bekommt ihr auch eine Information, wenn das nächste Video von mir online geht. Mir bleibt nichts anderes zu sagen, außer macht euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.